So, du hast ja das Auto schon mal sehr gut zerlegt. Schon recht fit. Motor raus. Bisschen was haben wir getan, ja. Ja, ich nicht. Ich war. Ja. Na, Malte hat das geholfen. Geht. Für ja. 2 Stunden geht das. Ja, und von der Substanz her, wie ich ja schon gesagt habe, vorhin beim Frontträger, was ja auch die Sorge war. Man erinnert sich an unser anderes Video mit dem TR, wo den Frontträger ausgetauscht hat. Sieht das hier noch ganz gut aus. Ja. Kann man nicht anders sagen. So, dass man das wahrscheinlich nur entrosten, vielleicht in den Lampentöpfen hier in diesen Stehblechen vielleicht ein paar ein bisschen, genau. Einsetzen muss. Aber ansonsten sieht der Träger ganz gut aus. Und dieses ominöse Loch hier zu machen. Und das reine Blech austauschen, das Äußere. Ja, weil das ziemlich verrammelt ist. Ja. Ist nicht schick. Aber bevor wir jetzt hier mal, ne, was hast du überhaupt vor? Wir haben jetzt den 1. Oktober, ne? Wir haben jetzt erstmal den Plan. Alle sind schon am 1. Oktober, ja. Bis Ende April 2018 einmal komplett Restaurierung, also Blechinstandsetzung und komplett original wieder auf die Räder stellen. Genau, mit Originallack. Wieder Originalfarbe, das Silber Metallic aus den 80ern vom Corsa, ja. Der hat ja nur eine Verkaufslackierung irgendwann mal gekriegt von irgendeinem der Vorbesitzer, keine Ahnung. Also er soll soweit original bleiben, bis vielleicht auf Fahrwerkräder, die Standard und da war es 13 SB wieder drin. Da erstmal ohne Gaser, ne? Erstmal ohne Gaser, eventuell dann irgendwann eine kleine Leistungskur oder so, mal schauen. Vielleicht wandert auch vom Goldenen der Motor hier rein und dem Goldenen kommt die Leistungskur, mal schauen, keine Ahnung. Das, eventuell kriege ich dann Hamsterhaken dran, dass ich mal einen Wohnwagen oder sowas ziehen könnte. Das Teil liegt. Schauen. Felgen, ja, gucken. BBS sind auch noch da. Die waren ja mal auf dem Goldenen drauf. Die überarbeiten dann schön. Ja. Und ansonsten haben wir für das Ding noch ein Gewindefahrwerk oder kriegt Statik. Also irgendwas mit Koni, Bielstein. Gucken, was noch so unter die Finger kommt. Für unsere nicht wissenden Zuschauer, das ist ein 84er Corsa ATR wegen den Kofferraumhändlern. Berliner. Berliner. Erzähl mal was dazu, was ist besonders am Berliner? Weil es sind ja eigentlich relativ gehobene Ausstattung war sehr selten eigentlich. Das war die höchste Ausstattung, die es für den Corsa A gab zu dem Zeitpunkt, ja. Bei der Ausstattung war schon mal ein ganz anderer Stoff verwandt für die Ausstattung innen drin. Wunderschöne Worte. Vermeintlich hochwertigeres Material. Der Berliner hatte hier in den Scheiben, blende mal da rein, Herzelein. Ja, in den Scheiben sage ich. Diese Armauflagen, große Griffe innen drin, eine Mittelkonsole grundlegend, Velourteppich. Oh, zum Flauschigteppich. Das ist Flauschigteppich, ja. 5-Gang-Schaltgetriebe, das ist 4-Speichen-Lenkrad, eine Trafo-Einheit. Das ich wunderschön finde, dieses Lenkrad, wird aber maskiert zäge. Richtig, die sind eigentlich sehr, sehr schick. Tacho mit Drehzahlmesser und von außen die Chromleisten. Ob es die alle mit Bronze-Color-Verglasung gab, was ja auch schon selten ist. Was extrem selten ist inzwischen, ja, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Wahlweise dann auch noch mit den Ausstellfenstern, ob die bei mir reinkommen, weiß ich noch nicht. Muss ich schauen. Ich hätte sie. Der hat ein Vario-Glas-Hubdach. Also ein serienmäßiges Sonnendach, was sich aber nicht aufkurbeln lässt, sondern nur aufstellen. Da hat der Straffo gestern gesagt, erkennt man daran, dass das Serie ist wegen dieser Sicke hier. Ja, ganz genau, das Blech ist abgefallen. Weil die Originalen sind die Nachrüst von, wie heißt der, Farmon ja. Sind aufgesetzt, der Rahmen. Und dann sieht er daran, dass er ein Original ist, an der Sicke. Und meistens sind die auch rostärmer. Weil Opel das eigentlich relativ vernünftig gemacht hat und nicht bei den anderen. Also hier als Beispiel bei dem Auto, wo der ganze Rahmen am Rosten war. Ja, das sieht hier eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich habe noch ein Ersatzdach mit Glas oder 2 Gläser. Stimmt, das, ja, das kannst du ja, das war doch ein Engel mit der Tasche da. Richtig, ne? Das kann man komplett rausnehmen. Also entweder nur aufkippen oder komplett rausnehmen. Das wird dann in eine Kunstledertasche aus dem gleichen Material, wo die Wagenheber immer drin sind. Kann man es verpacken, mit Gummizügen hinten im Kofferraum an das Blech Zurücksitzbank befestigt. Da habe ich auch lange gesucht, weil das Gummi war da, aber die Tasche nicht. Und da geht es ja dann um Originalität von der Narbung und vom Material her. Habe eine gebrauchte in England mit Sonnendach vom KDD gefunden, die sind baugleich.
aber auch nochmal Dank an den Freund aus Luxemburg, den Steve, noch eine neue bekommen, eine neue Tasche. Über die Summen wollen wir da gar nicht reden, das wird schwachsinnig. So dass ich das auch wieder komplett habe. Ja, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, die wenigsten haben, also mit der Originaltasche und dieses Hub da, ich denke mal, haben nicht viele. Also laut Kraftfahrtbundesamt, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es ist 4 Jahre her, dass irgendjemand mal bei im Corsa A Forum die Daten online gestellt hat, circa vor 4 Jahren, ich glaube, waren von dem Modell mit der Ausstattungsvariante noch 18 existent. Ist jetzt nicht so viel. Also mit, auch mit dem 1300er Motor und genau der Berliner Ausstattung. 18 Stück, ich meine deutschlandweit, ist nicht die Welt. Nein, definitiv nicht. Ja, schön. Da sind wir alle gespannt. Du hast dir einiges vorgenommen. Ja, es ist ein Zeitmarathon, ja. Aber ja, warum nicht? Also es ist machbar. Man kann Autos letztlich auch in kürzerer Zeit komplett aufbauen. Wenn man keine Arbeit hat und unendlich viel Geld. Ja, oder sich extrem viel Zeit auch nach der Arbeit noch nimmt. Ja, ne, aber jetzt und das so kostet Sachen. Geld. Ja, ich habe da nun zig Jahre Teile gehortet, also ich brauche jetzt ad hoc, außer ein paar Verschleißteile, genau. wie Bremsleitungen, eventuell mal oder ein Traggelenk, eigentlich nichts zukaufen, es ist alles da. Von den Teilen her ist also alles da, es geht jetzt nur um die ganze Arbeit. Das große Problem ist, man sieht, da hat es wahrscheinlich schon im Video über gesehen, dass das ziemlich scheiße lackiert wurde. Auch die Dichtung wurde nicht rausgenommen. Also unter Dichtung ist er hier, sieht man, das ist Silber. Er hat eine reine Verkaufslackierung. Sprich, der hat jetzt schon 2 Lackschichten drauf. Und jetzt noch eine dritte drüber zu hauen, wäre nicht so der Knall. Deswegen plant der Marc, den Wagen blank zu machen. Komplett alles runter bis aufs nackte Blech. Und dann geht der neu vorgrundiert zur Lackiererei. Genau. So ist der Plan. Schweißen ist gar nicht so viel. Das, denke ich mal, könnte man relativ schnell hinkriegen. Ja. Das von den Roststellen, aber die Roststellen werden wir später sehen. Das Aufwendigste wird wirklich sein, Unterboden blank zu machen und vor allem den ganzen Lack darunter zu kratzen. Das wird das eigentlich das Aufwendigste am ganzen Projekt sein. Ja. Ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht. Nee, da hast du recht. Das ist wahrscheinlich auch das Aufwendigste. Klar, der muss mal, der steht jetzt seit der Wagen komplett abgemeldet seit 9 Jahren Minimum. Ich hatte den 2004 am Bodensee abgeholt. Ich glaube, bis 2007 oder 2008 habe ich ihn gefahren. So, wenn er jetzt 8 Jahre steht, muss der Motor natürlich mal komplett neu abgedichtet werden, kriegt neue Farbe und der hat erst 100.000, knapp über 100.000 gelaufen, da braucht man noch nicht großartig anfangen, irgendwie neu zu lagern. Nein, dann sieht man ja auch, wenn man die Ölwanne runternimmt, ob da was drin ist. Richtig, Nockenwelle anschauen, ob die da die Zusatzbohrung hat. Genau, das ist ja die Krankheit auch, bei den ersten 1.3S Motoren haben die Nockenwellen gefressen wegen Ölmangel. Da war so eine Krankheit, aber wenn du sagst, der hat schon die Ölbohrung. Das weiß ich, da muss ich gucken. Ach so. Das kann ich nicht sagen. Also könnte sein, dass da ein alte drin ist, aber du hast ja noch andere. Es müssten auch noch neue 13S-Wellen da sein. Ansonsten spreche letztlich auch nichts dagegen, wenn man sagt, okay, der soll sowieso langfristig auf Weber umgerüstet werden, da gegebenenfalls schon mal eine etwas schärfere Nockenwelle vorzurüsten. Ist, glaube ich, dann die kostengünstigere Variante, bevor ich nochmal versuche, eine Serienwelle, eine neue zu bekommen. Ja, muss halt ein bisschen aufgehübscht werden. Getriebe weiß ich nicht. Der hatte damals, glaube ich, einen leichten Getriebeschaden. Als ich ihn abgeholt habe, ist eins dran gekommen. Ich habe keine Ahnung, was das gespult hat. Welche Übersetzung? Und welche Übersetzung? Da müssen wir dann nochmal in den Katakomben hier gucken, ob wir nicht gegebenenfalls haben, was irgendwie passender ist. Ich glaube, der darf eins kriegen mit einem Schongang. Mit dem Ding ist ja Cruisen so ein bisschen. Ja, ja, das Drehzahlabsenkung hat. Ja. Lassen wir uns überraschen, ja. Und wie er dann letztlich außen hundertprozentig komplettiert wird, ob noch ein paar Zusatzgeschichten, die ich für das Modell habe, verbaut werden, mal sehen. Weiß ich noch nicht. Da wird die Zeit ja zeigen. Richtig. Das könnte bei dem Wagen ganz nett. Ich meine aber, es wäre vom Facelift-Modell diese reflektierende Blende hier zwischen. Ich glaube, von Heller war die damals. Dafür müsste man aber das Kennzeichen auch irgendwie runtersetzen. Ich weiß nicht, wie es bei dem Modell gehandhabt wurde. Beim Facelift war aber auch das Kennzeichen auch da oben, meine ich, nicht im Stoßfänger. Wäre noch eine Geschichte, ja, mal sehen. Erstmal grundlegend komplett original. Und mit der Anhängerkupplung bin ich mir dann auch noch nicht sicher. Da ich erst noch mal keinen Wohnwagen habe, aber eigentlich plane, einen dafür dann anzuschaffen, in der passenden Größe. Ja, die ist ja auch nachträglich noch anbaubar. Ja, alles nachrissbar.
Innenausstattung hat gelitten über die Jahre mit Sonneneinstrahlung, ja. Ist alles ausgeblichen, aber... Hätte man ja sehen können, ob man da vielleicht was machen kann. Ja. Vor allem hier auf der Rückbank sieht man das jetzt ganz stark, auch durch die Kollerverglasung hier, wie hell die geworden ist. Ob man die vielleicht vom Sattler nachfärben lassen kann? Ja, was da möglich ist, muss mir der Experte sagen letztlich. Ich denke hier diese Bauteile, die ja hier oben auch schon komplette Verfärbungen haben, die würden sich wahrscheinlich noch nachlackieren lassen. Die haben ja ihre Möglichkeiten. Der Türgriff, war der mal auch rot? Oder? Der war auch rot, ja. Ach, der ist so stark ausgeprägt. Ja. Ja gut, da gibt es ja diese Innenraumfarben von bestimmten Herstellern, die ja ganz gut funktionieren. Aber wenn man vielleicht alles... den Sattler abgeben kann, der macht das wirklich einen Einfach. Ja, es soll ja auch ganz genau in Richtung der Originalfarbe gehen. Es war mal alles rot, eigentlich hat die Ausstattung inzwischen mehr was von Curry. Wenn du den Wagen komplett aufbaust, meine Meinung nach, wäre es wirklich schön, wenn die einfach auffrischt, weil ich finde es dann ziemlich schade. Passt natürlich, wenn du den neu lackierst, alles und dann hast du diese... Ja, aber das ist die Geschichte vom Auto, das ja, ist aber, Patina, ne? Also. Wenn es da ginge... Du wirst den auch nicht neu lackieren. Ja, aber der ist in desolatem Zustand so aus. Ja, der Lack ist scheiße. Es ist nicht mehr die Originalfarbe. Wäre schon schick, wenn die Innenausstattung wieder knallig rot wäre, finde ich jetzt. Es wäre schön, ja, da muss man gucken, was der Experte sagt, was möglich ist. Naja, wenn es nicht möglich ist, dann ist klar, dann würde ich da auch nicht rumfutzen. Bei Innenraumteilen in guten Zustand rot zu kriegen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Ja, leider Gottes. Es wird aber auf jeden Fall eine rote Ausstattung bleiben und eigentlich auch diese Berliner Variante. Es gab ja noch Luxus, aber die war anders abgenäht und auch ich glaube mit anderen Materialien. Hatte andere Kopfstützen, wobei die ja noch hier am ehesten gehen. Hat die großen geschlossenen Kopfstützen, sogar Gurte hinten. Das war ja nicht damals nicht überall. Ja. Wir lassen uns überraschen. Das ist noch ein langer Weg. Ja, dann fang an. Ich bin dabei. Ja. Wir haben eine Zielsetzung, wenn es klappt, klappt. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Dann ein paar Monate später. Würde ich jetzt so sagen. April ist machbar. Da habe ich keine Bedenken. Das ist eine Frage dessen, wie schnell alle anderen, die Arbeiten daran zu vollziehen haben, letztlich Sattlerei, Lackierung, wie schnell das machbar ist. Mhm. Meine Arbeiten bis dahin 100%. Kein Gut. Problem. Ja. Wir werden sehen.